9. Ich befinde mich hier gerade im Waldweg vor dem Raum 0120 und hinter mir warten schon alle ganz gespannt auf die Ergebnisse von den Hochschulwahlen, die gerade noch ausgezählt werden. Und ich begebe mich jetzt hier gleich mal rein und guck mal, was hier so geht. Wir haben Pack. Nerdcampus? Ja! Ja, geil. So, was sagst du denn jetzt zu den Ergebnissen? Noch nicht so viel, weil ich die auch erstmal ein bisschen verarbeiten muss. Wie es aussieht, haben wir eine Pattsituation und es wird an einer Hochschulgruppe hängen, die dann höchstwahrscheinlich das Ganze entscheidet. Und das ist natürlich für den Moment für uns keine so schöne Situation, weil wir gar nicht wissen, was passieren wird. Und wie geht es jetzt erstmal weiter? Das ist die große Frage. Also es muss jetzt auf jeden Fall erstmal Gespräche geben. Und dann müssen wir mal gucken, weil also ich kann Nerdcampus nicht einschätzen. Auch den Wahlkampf, den sie gemacht haben, da habe ich jetzt nicht so eine ganz klare Linie erkannt. Deswegen, ich bin ziemlich überfragt im Moment tatsächlich. So, neben mir steht jetzt Marleen vom RCDS. Marleen, was hältst du von den Ergebnissen? Ja, wir freuen uns erstmal darüber. Im Stupa haben wir von 9 auf 10 einen Sitz dazugelegt und an der juristischen Fakultät von 4 auf 8 Sitze um 100% verdoppelt und sind erstmal glücklich über das Ergebnis, danken allen Wählern und Unterstützern. Was sagst du denn zum Ergebnis jetzt mit dem Nerdcampus? Ja, überraschend, eine neue Gruppe ist angetreten. Es ist nicht klar, welches konservatives oder linkes Lager, wo die Gruppe sich zugehörig fühlt. Wir werden abwarten und schauen, wie er sich entscheidet, wie der Nerdcampus sich entscheidet. Und wie geht es jetzt erstmal weiter? Ja, wir werden heute erstmal das Ergebnis feiern, 2-3 Tage Pause machen und dann schauen, ja, welche Koalitionsgespräche es gibt, wer mit wem spricht, wie der neue AStA sich formieren wird und sind auf jeden Fall gespannt und werden, egal ob als AStA-beteiligte Gruppe oder in der Opposition, auf jeden Fall im nächsten Jahr weiter versuchen, möglichst gute Arbeit für alle Studenten zu leisten. Ja, was sagt denn ADF zum Wahlergebnis? Ja, die ADF hat ihre Sitze gehalten. Wir können, glaube ich, ganz zufrieden sein über unsere Ergebnisse an den Fachschaften. 18 Sitze für die Vivis, absolute Mehrheiten an der Jura und an der Agrar. Da sind wir sehr zufrieden, da leisten wir auch super gute Arbeit. Wir haben ein gutes Ergebnis an der Philfag mit 3 oder 4 Sitzen, ich weiß es gar nicht genau, für die ADP. Ist alles ein bisschen untergegangen jetzt. Auch da sind wir sehr zufrieden, auch die DAS hat ein paar Sitze geholt. Da sind wir echt glücklich. Wie es jetzt im Stupa aussieht, muss man sehen. Es ist ja eine echt komische Situation jetzt. Mit einer abgewählten aktuellen AStA-Koalition mit 31 Stimmen und die Opposition auch mit 31 Stimmen, also die bisherige Opposition und dann die neue Gruppe der Nerdcampus mit einer Stimme. Vielleicht das Zünglein an der Waage, aber vielleicht kommen auch ganz andere Koalitionen zustande. Als ADF sind wir da offen, wir gehen jetzt in Gespräche, Montag ist unsere Sitzung, dann entscheiden wir, auf wen wir zugehen wollen. Wir können mit jedem und müssen mit keinem, das ist das Schöne, da haben wir eine ganz komfortable Situation und sind gespannt auf die nächsten Wochen. Ich habe mir jetzt Nils und Silke von Jusos HSG geschnappt. Was haltet ihr denn von den Ergebnissen? Zunächst einmal sind die Ergebnisse eine klare Bestätigung unserer guten Arbeit als Hochschulgruppe, unseres Wahlkampfs und eigentlich auch unserer Arbeit im AStA. Und ja, wir werden jetzt erstmal schauen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Da ist natürlich jetzt halt noch nicht sicher. Was sagt ihr zu dem Ergebnis von Nerdcampus? Ja, wir müssen uns natürlich da im Einzelnen jetzt nochmal mit den Leuten, die da auch kandidiert haben und dann ja auch das Direktmandat für Stupa geholt haben, unterhalten, was ihre Ziele sind, weil für uns ist es im Wahlkampf jetzt noch nicht so ganz klar rausgekommen und dann wird sicherlich auch irgendwie in Richtung Koalitionsverhandlungen da Gespräche geben und dann guckt man, wie groß die Schnittmenge ist und ja, auf Basis dessen dann eine Entscheidung treffen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Merten vom Nerdcampus. Ein Ergebnis, mit dem wohl keiner gerechnet hat. Wie fühlst du dich? Ja, ich kann das noch gar nicht so richtig fassen, ehrlich gesagt. Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet. Und was sagst du zu der Kritik, die du jetzt natürlich auch bekommst? Ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich habe mich gerade auch schon mit einem Vertreter der Juso darüber ausführlich unterhalten.
ich habe es tatsächlich nicht ganz nachvollziehen können während des Wahlkampfes, dass wirklich sehr viel Kritik auf mich hagelte, wenn auch eher subtil. Es sind da, glaube ich, zwei relativ diametral unterschiedliche Politikauffassungen, die es hier in der Hochschulpolitik gibt. Ich möchte versuchen, dass im Stupa ein bisschen mehr Diskussion aufkommt. Wir haben jetzt gesehen, es gibt dort zwei gleich große Lager und ich bin sozusagen das Zünglein an der Waage. Ich werde, wie gesagt, nicht klar mit einer Partei koalieren, sondern es wird tatsächlich über jede einzelne Entscheidung diskutiert werden. In meiner Politikauffassung ist das tatsächliche Demokratie, eher als dass Entscheidungen grundsätzlich allesamt durchgestimmt werden.